Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Und heute sind wir Zerg geworden in einem ZVZ. Und ich werde meinem Gegner natürlich wieder nicht die Rasse sagen. Denn ich will hier meinen Vorteil ja behalten. Oh, und ich habe schon einen Fehler gemacht. Naja. Das heißt, ich werde jetzt mal einen frühen Pool hier in Auftrag geben. Ein frühes Gas. Aber ich werde damit eigentlich nicht so all-in. Das ist einfach nur hier Variationen von meinem Bild, weil ich da ein bisschen gefailt habe, leider am Anfang. Okay. Das letzte Match lief ja nicht so erfolgreich wie dieses hier. Also wie dieses hier gleich laufen wird. Das ist ja schon weiß. Mal schauen. ZVZ ist halt immer so eine Sache. Gerade wenn man jetzt hier den Anfang so verkackt hat. Wird es natürlich schwer, da noch was zu machen. Ich werde jetzt natürlich meine Hatchery hinterher spielen. Werde gleich ein paar Linge schicken. So, das hat immerhin nicht so geklappt bei ihm. Die ersten vier Linge sind unterwegs. Ich weiß leider immer noch nicht, wo mein Gegner ist. Greift jetzt ernsthaft hier meine Hatchery an. Ich lasse jetzt mal nur eine Drohne im Gas. Speed kommt natürlich trotzdem. Okay, und wir rennen. Hallo, warum greift die nicht an? Meine Einheiten haben einfach nicht angegriffen. Den kommt dazu, bitte. Er selbst hat offensichtlich auch einen frühen Pool gespielt. Und jetzt Supply Block, das ist ziemlich schlecht in dieser Situation. Speed auch noch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Also leider auch das Ding abreißen können. Sehr, sehr blöd. Jetzt habe ich wenigstens gleich auch Speed. Die Queen ist gleich auch da. Aber das ist hier schon sehr, sehr schlecht gelaufen für mich. Weil jetzt schon wieder eine Queen down ist. Okay, er ist ja hier. Warum bin ich denn eigentlich dahin? Er hat aber selber auch keine Hatchery, von daher ist es nicht so wild. Habe ich jetzt hinten wieder welche? Paar Drohnen zwischendurch, weil meine Drohnen hier ganz schön nachgelassen haben. Das ist meine Queen leider Supply blockt. Das ist sehr, sehr schlecht. Es läuft leider nicht so, wie ich es mir hier vorgestellt habe, aber naja.
Kann man nicht ändern. Wahrscheinlich war es ganz gut, dass ich diesen frühen Pool hatte. Sonst wäre hier die Verteidigung noch schwer noch schwerer geworden. Und wir müssen hier auf jeden Fall mal unsere Lingen weiter ausbrennen. So, ich würde gerne jetzt Roaches bauen. Brauche natürlich trotzdem weiter hier Linge. Hier schon sehr, sehr viel verloren. Da habe ich jetzt doch richtig Glück gehabt, dass er da so reingerannt ist. Wenn ich jetzt hier eine einigermaßen Eco habe, das heißt so 8 an den Drohnen, hier reichen eigentlich schon. Das sollte jetzt eigentlich schon genug sein. Werde ich Roaches bauen. Ich werde auch einen Leertech nehmen. Hat er irgendwie sowas schon angefangen, als wir das letzte Mal scoutet haben? Jedenfalls nicht. Ich schick mal einen Ling so. Aber hier... So hat, er hat auf jeden Fall Roaches. Roach-Drohnen hat keinen Leertag. Und hat aber schon ein paar Drohnen gebraut. Machen wir auch nochmal ein paar mehr. Zwei Drohnen bräuchten wir eigentlich auch noch hier. Jetzt noch mehr. Sogar schon 4. Wir brauchen mehr Overlords. So, Leertech ist da. Das heißt, wir können das Roach Upgrade schon mal nehmen. Wir brauchen mehr Mineral. So, und wir werden jetzt das beliebte Spiel Wir jagen einen Overlord spielen. Jetzt gibt es hier das plus 1er Attack, dann das plus 1er Defense. Und ich denke, wenn ich die durch habe, werde ich eingreifen. Okay, da kommt schon ein Roachfisch von ihm. Ich muss jetzt wieder nur noch Einheiten bauen. Ich bin hier erst versucht, den Surround zu bekommen. Hat auch einigermaßen gut geklappt. Auf jeden Fall muss er jetzt hier wieder zurückgehen. Wieder nicht vergessen, hier weitere Drohnen zu bauen. Weitere Overlords zu bauen. Drohnen werden jetzt fatal, weil es werden hier weiter Roaches kommen. Und es wird auch hier zweigeteilt gepusht von ihm. Ein Teil kommt jetzt hier über die Flanke und dann kommt gleich ein Teil von rechts. Von links. Meine Güte, ich habe irgendwie heute keine Richtung drauf. Es kommen immer weiter Roaches. Wenn ich 1-1 durchkriege und er kein 1-1 hat, das wäre ein richtig guter... richtig gut für mich. Er scheint auch hier weiter nicht anzugreifen. Wir brauchen mehr Overlords. Er bleibt halt die ganze Zeit in meiner Vision stehen. Er hat kein Roadspiel, so wie es aussieht. Habe ich 1-1? Nee, noch nicht. Ich kämpfe also jetzt hier leider vor 1-1. Aber ich habe einfach mehr, glaube ich. Jetzt habe ich auch 1-1. Damit sollte es hier schon reichen. Wenn jetzt nicht irgendwie ein Mutter-Switch kam. Ja, will jetzt hier nochmal mit allem verteidigen, was er hat. Schickt hier alle Drohnen drauf. Aber es reicht nicht. GG, sehr schön. Damit haben wir das Spiel gewonnen. Und es hat sogar über 10 Minuten gedauert.
Das heißt, die Folge wird hier beendet, auch wenn sie jetzt ein bisschen kürzer ist, aber ich muss sowieso hier ganz viel vorproduzieren. Deshalb gibt es auf jeden Fall hier nicht noch eine weitere Folge oder ein weiteres Match. Ich bin Stufe 50 mit Zerg. Ich habe es geschafft, maximale Zerg-Stufe. Ich habe jetzt hier auch das schöne Zerg-Symbol freigeschaltet. Werde ich allerdings hier nicht nehmen, schon gar nicht auf meinem Random-Account. Ich bleibe beim guten alten Speedling hier oder Carbot-Speedling. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich schaue auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.